Steckt in Schwierigkeiten. Darum bin ich hier. In Schwierigkeiten? Aber warum hat er dich geschickt? Sie haben ihn nach Azkaban gebracht. Sie glauben, er hat ein Monster auf die Schüler losgelassen. Ich komme aus einem fernen Land. Ein Reisender schenkte mich Hagrid, als ich noch ein Ei war. Er sorgte für mich. Und versteckte mich in einem Schrank und fütterte mich. Als man mir die Schuld für den Tod des Mädchens gab, da beschützte Hagrid mich. Jetzt lebe ich im Wald. Aber weißt du, was das Mädchen getötet hat? Das Wesen, das im Schloss lebt, ist eine uralte Kreatur, die wir Spinnen mehr als alles andere fürchten. Wir nennen es nicht beim Namen. Dann gehe ich jetzt einfach. Gehen? Ich glaube nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit Harry Potter und die Kammer des Schreckens und sind hier mitten im Spinnennest angekommen. Und ja, interessante Geräusche, die so von den Spinnen getätigt werden. Und unsere Aufgabe ist es jetzt im Prinzip erstmal, ja okay, die Spinnen kannst du so nebenbei wegkloppen, aber eigentlich ist die Idee, dass man hier die, ja, ich weiß gar nicht, Baumstämme nennen wir es jetzt mal, ne, dass wir die wegklatschen, abholzen, wie wir Profis aus Minecraft das sagen. Sorry. Oh, was ist denn jetzt? Ist das nicht dumm? Jetzt hat die Spinne doch selber den Baumstamm abgeruppt, oder was? Das ist doch eigentlich schlecht für die Spinne, oder nicht? Weil so viel Schaden hatten wir doch bei dem Roten noch gar nicht, oder? Ha, also das habe ich jetzt nicht ganz gerafft. Könnt ihr mir mal gerne erklären, warum die Spinne da ihren eigenen Baumstamm weggeruppt hat? Weil das ist ja theoretisch gar nicht so clever von ihr, weil wir die ja abholzen sollen. Und wenn er die selber abholzt... Naja, egal. Machen wir erstmal weiter. Okay, also... Okay. Er macht das gar nicht mit Absicht. Das ist so ein bisschen wie die Nummer... Ah, okay. Nee, ich habe gedacht, er hat das mit Absicht gemacht, aber er ist da ja dran vorbeigelaufen beim zweiten Mal. Also das ist so ein bisschen wie beim ersten Teil. Wenn du da gegen Quirrell kämpfst und... Oh! Meine Güte, manchmal kommen die aber auch dicht hier. Es ist eigentlich locker machbar, muss man schon sagen. Ja. Hier manchmal unterschätzt man das oder ist ein bisschen irritiert, wann und wie und wo die Spinne losgelaufen kommt. Aber es wird ja in erster Linie dann passieren, denke ich mal, wenn wir die Spinnen weggeholzt haben oder uns vielleicht auch zu lange auf einer Position befinden. Aber im Augenblick muss man ja sagen... Also sprich, wenn wir jetzt hier stehen bleiben würden... Ist ja wurscht. Auf jeden Fall haben wir die vier Dinger hier ganz locker abgeholzt. Und die Spinne fällt weg.
War's das schon? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hinterher, oder was? Kommen die Spinnen hier auch? Ich weiß, wir haben da was vergessen, aber ist egal. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob die Spinnen da hinterher ins Loch gejumpt kommen. Okay, ist aber so abrupt zu Ende irgendwie, ne? Wir haben die Spinne jetzt bekämpft und so. Die stürzt ein. Haut vermutlich durchs Loch ab. Und wir hinterher und dann kommt das Auto und rettet uns. Der Wagen hielt kreischend vor ihnen und Harry sprang hinein. Beeil dich, Ron! Die Türen schlugen zu und Ron brauchte das Gaspedal nicht zu berühren. Der Wagen beschleunigte von allein. Sie rasten einen Hügel hinauf, raus aus der Senke und weiter durch den Wald. Zweige krachten gegen die Scheiben, als der Wagen sich einen Weg durch das dichte Unterholz bahnte. Er schien diesen Weg bestens zu kennen. Nach 10 lärmerfüllten, holprigen Minuten lichteten sich die Bäume. Der Wagen stoppte so jäh, dass sie fast durch die Windschutzscheibe flogen. Sie hatten den Waldrand erreicht. Harry und Ron kehrten sicher in den Gemeinschaftsraum der Gryffindors zurück. Was hat es gebracht, dass wir da reingegangen sind? Was haben wir herausgefunden, möchte ich gern wissen. Dass Hagrid die Kammer des Schreckens nicht geöffnet hat. Er war unschuldig. Also eigentlich ist diese ganze Action hier mit den Spinnen und so und im Wald schon irgendwie ganz cool. Aber es fehlt so ein bisschen. Also die Action ist so hinten raus so schnell zu Ende. Ron, ich fürchte, das wird ein Schock für euch sein. Es gab einen weiteren Angriff. Oh nein, auf wen? Es tut mir leid, aber eure Freundin, Miss Granger, wurde in der Nähe der Bibliothek gefunden. Alle Schüler wurden in die Gemeinschaftsräume geschickt. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich, Ron. Deine Schwester Ginny ist verschwunden. Wir vermuten, dass sie in die Kammer des Schreckens entführt wurde. Oh nein. Was sollen wir jetzt tun? Aragog hat gesagt, dass beim letzten Mal, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, ein Mädchen tot in der Toilette gefunden wurde. Was, wenn sie dieses Klo nie verlassen hat? Was, wenn sie immer noch da ist? Die maulende Myrte. Geh zum Mädchenklo, Ron, und suche die maulende Myrte. Ich gehe zu Lockhart. Warum zu Lockhart? Er ist der Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und was auch immer diese Leute angegriffen hat, hat mit den dunklen Künsten zu tun. Okay, wir treffen uns im Mädchenklo. Ginny, geht es gut, oder Harry? Keine Sorge, Ron. Wir retten sie und dann schließe ich die Kammer des Schreckens für immer. Ist aber auch eine wilde Aussage so. Ey, wir treffen uns nachher im Mädchenklo. Also, wenn du ein Mädchen bist und deine Freundin auch ein Mädchen ist, ne, dann ist das ein Satz, der durchaus so fallen kann. Aber so zwei Jungs, ey, wir treffen uns nachher im Mädchenklo. Auch wild, ne? Okay, gut. Aber ihr wisst, was ich meine mit vorhin, ne? Also man ist irgendwie so gerade drinne, man ist die ganze Zeit im Wald unterwegs und so. Und dann hast du jetzt hier die Action mit der Spinne gehabt und die ist so abrupt zu Ende irgendwie. Dann kommt das Auto und du bist raus. Okay, ja, ihr wisst natürlich jetzt genau, was Sache ist. Ich habe wieder vergessen, was ich machen muss. Also, wir wollen zu Lockhart. Das habe ich noch auf dem Schirm. Wo war Lockhart? Hier lang und dann da lang? War das die Nummer? Oberschloss? War Lockhart im Oberschloss? Wir sind doch auch mal hier lang gelaufen, um zu Lockhart zu kommen, oder? Oh Gott, ey. Es ist immer so peinlich, weil ihr wisst das ja bestimmt noch. Ihr habt das ja bestimmt noch auf dem Schirm. Wo genau Lockhart war. Ich habe das natürlich in dem Sinne nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ich bin hier falsch. Ich bin hier definitiv falsch. Ich bin hier falsch. Komm. Ich bin hier falsch. Oh Mann, wenn ich nachher hier richtig bin, ey, dann ist das so peinlich. Ah, es ist immer so ärgerlich. Ich komme nämlich immer damit so krass durcheinander,
Weil einerseits wird immer gesagt, ja, geh mal zum Büro. Dann heißt es aber wieder, nee, du hast jetzt Unterricht mit ihm. Also hier rechts war die Bibliothek, alles cool. Ich kenne mich hier schon ein bisschen besser aus als noch vor 1-2 Jahren. Also vor 1-2 Sessions. Oberschloss? Auch eher nicht, oder? Aber diese ganzen Dinger, die verwirren mich halt mittlerweile so extrem. Renn mal hier hin, triff mal den. Und dann läufst du da hin und... ja. Hast keinen Plan, wo, wer, was, wie. Alter. Ich will doch hier bloß die Treppe hoch. Okay, hier. Das war doch sein Büro, oder nicht? Nee, hier war Unterricht. Aber ich muss... Hä? Ich muss ja richtig sein. Wenn ich von der Schlange zugequatscht werde, bin ich doch richtig. Da. Die Frage ist ja immer, ob man dem Teppich hinterherlaufen soll. Galerie? Zum Ritterzimmer. Nee. Aber wenn er mich zuquasselt... Also hier ist der Unterrichtsraum. Das haben wir jetzt schon mal gefunden. Okay, also... Es riecht schon ein wenig nach Lockhart. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken kann, aber wir haben schon mal Kontakt mit Lockhart. Nicht unmittelbar, aber über Umwege. Warte mal, es war doch so ein komisches Büro. Da, Professor Lockhart, da steht sogar dick. Vielleicht sollte ich erstmal die ganzen Eingänge und Ausgänge abgehen. Irgendwo steht dann bestimmt so, ja, Professor Lockhart. Meine Güte. Okay, also, die Basis ist schon mal gesetzt. Genie ist verschleppt worden. Na, hier ist es doch schon, ne? Ja, siehst du, easy. Ich kenne das immer nur, dass wir von rechts kommen, weißt du, dass die Tür dann rechts ist. Jetzt war sie links, das hat mich verwirrt. Also wir versuchen jetzt mit Lockhart da natürlich runterzukommen, man erinnert sich. Das wird richtig wild. Mit dem Profi, der ja beauftragt ist, sie zu retten. Jedenfalls im Film war es so. Dann gehen wir mal rein. Gucken uns mal an, was für Equipment. Oh, ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Oh. Also. Das ist so ein bisschen die Tabaluga-Nummer. Kennt noch irgendeiner Tabaluga von euch? Das ist dieser komische grüne Drache. Na, ah, shit. Sorry. Ich war ein bisschen zu früh dran. Ja, man muss sich nämlich mega beeilen. Nein. Ja. Ja. Wo war's jetzt? Da lang. Komm. Ah, das war eigentlich easy. Wenn du die Richtung weißt, dann ist es easy. Ne, bei Tabaluga gab es ja so eine Eis... Also, es war natürlich Plastik, die Plastikschichten, die da geleuchtet haben, aber es war ja so eismäßig. Du hast den Weg dann einmal vorgezeigt bekommen. Und dann musste der, glaube ich, mit Hilfe von Kumpels, musstest du den Weg dann abgehen. Die konnten dir dann nochmal sagen... Auf das Feld darfst du gehen und da... Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Ist die rechte Seite die bessere? Ich muss nochmal gucken. Jetzt bin ich hart verwirrt. Das ist so ein bisschen auch Pendant zum Schachbrett, oder? Das ist quasi der Weg zurück. Ja? Nein! Das meine ich. Man muss nämlich halt mega schnell sein. Ja, ich habe schon wieder verkackt. Na ey, so dicht bin ich gar nicht rangegangen, das war so ein Pixel-Ding hier. Jetzt natzt er mich hier aber auch, jetzt will er mich hier auch so öfter mal doppelt in die Falle reinlocken. So, come on. Also uns sind die Bohnen hier scheißegal, wir werden einfach versuchen hier ganz locker rüber zu gleiten. Jetzt. Und ey. Deswegen habe ich mich ja so dicht dahingestellt. So. Scheiße. Welche war's? Da.
Okay, welcher ist es da? Okay, welcher ist es da? Okay, weiter. Ich hab's gleich. Fiese Nummer. Arschloch. Nein, dauert zu lange. Es dauert zu lange. Harry ist zu langsam. Harry ist oft zu langsam. Ha. Alter, ich hab ja nur einen Haufen Energie geopfert dafür. Ey, es ist so ärgerlich, weil hinterher weißt du den Weg ja. Okay. Das war's schon an Wirbeln. Oh, ja, na klar. Genau auf dich habe ich jetzt Bock. Oh, scheiße. War das gut oder war das nicht so gut? Tür öffnen. Tür öffnen. Mhm. Das ist natürlich sehr verwirrend jetzt gerade. Warum ist die Tür wohl verschlossen? Naja, ich sollte mir also einen anderen Weg suchen. Oh nein. Ich beende an dieser Stelle den Part. Oh, ist das bitter, ey. Können wir uns irgendwo einen Frosch holen oder sowas? Ist das bitter, ey. Wir sind wieder am Anfang. Ah, ist ja ärgerlich. Na gut, hier speichert er. Ey, sorry. Ich brauche dafür einen extra Part, glaube ich, wo ich das komplett einmal abgehe. Ist das hart mies. Wieso gibt es hier eigentlich nicht irgendwie einen Zaubertrank oder so, den man mitnehmen kann? An dieser Stelle werde ich dann den Part erstmal beenden. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dann sage ich einfach mal ciao.